Ja, es geht um 20.000 Euro. Ihr für eure alten Schulen, ihr für eure Schule. Und es geht kein Weg dran vorbei. Am Ende endet es immer in der großen Abschlussprüfung. Alle zu mir ans Pult. Ihr zu Hause könnt mitmachen, mitraten. Dafür einfach jetzt unsere Social-Media-Kanäle aufsuchen. Und ich stelle euch jetzt hier im Studio gleich abwechselnd Fragen, die sich in ihrem Schwierigkeitslevel steigern. Von Klasse 1 bis 12 gibt es auch immer die entsprechende Punktzahl. 78 Punkte sind also noch zu haben. Wir fangen an mit den Vips, ihr liegt nämlich hinten. Erste Klasse, Atze. Wir liegen nicht hinten, nur in diesem Spiel hier. Ja, das wird. Erste Klasse kriegst du hin. Mathematik. Was ist in der Einerspalte einer Stellenwerttafel die kleinstmögliche Ziffer? 1. Die 1, das ist falsch. Leider wäre es die 0 gewesen. Ja. Ist ihm schon egal. Ja. So, tschüss. Ich hätte es auch nicht. Es wäre die 0 gewesen. Weißt du, was er gesagt hat? Es gibt ja jetzt gar nicht. Mo. Keine Ahnung. Wie heißt die Erfinderin von Pippi Langstrumpf? Astrid Lindgren. Richtig. Klar. Ricardo. Wie viele Tu-Wörter lassen sich in dieser Frage finden? War der Brainfuck. 1. Wie viele Tu-Wörter lassen sich in dieser Frage finden? Leider. Direkt. Okay, ich fühle mich Betty, nicht so schlecht. Welcher einheimische Laubbaum mit L hat herzförmige Blätter? Keine Ahnung. Die Linde wäre es gewesen. Aber sehr enttäuscht auch weggegangen, ne? Schade. Tat mir jetzt fast ein bisschen leid. Sophia, bitte nicht enttäuscht weglaufen. Fix und Fame mit den Nerven. Bisse, dritte Klasse Kunst. Ja. Ich wette, das weißt du. Okay. Wie nennt man ein mit Spraydosen aufgetragenes Wandbild? Graffiti. Richtig. Yeah. Mariam, wie nennt ein Tierforscher einen männlichen Hund? Ein Welpe. Welpe wäre ein sehr junger Hund. Ein männlicher Hund ist ein Rüde. So. Vierte Klasse Sachunterricht. Ja klar, let's go. Was ist die artenreichste Klasse der Tiere? Säugetiere? Insekten. Ah, ich wollte Insekten sagen, Alter. Okay, gut, ich bin raus. Passt. Maximilian. Schneide ich von einem Dreieck mit einem geraden Schnitt ein Viereck ab, bleibt was übrig? Ein Trapez. Ein Trapez. Ist falsch. Es wäre ein Dreieck gewesen. Wenn man einem Dreieck Viereck abschneidet, bleibt ein weiteres Dreieck. Atze. Ja, stimmt. Fünfte Klasse Mathe? Ja. 51 durch 3. 51 durch 3 ist ganz klar 17. Stimmt. Yes, Alter. Ja, ja, cool, das gepachtet der Ärzte. 17, Punkt gemacht, weiter geht's. Mohammed, Erdkunde 5. Klasse, 5 Punkte, wenn du das hier weißt. Welcher Fluss in Italien wird genauso geschrieben wie ein Teil des menschlichen Körpers? Ich weiß es nicht. Darf ich sagen? Ja. Po! Achso. Keine Ahnung, Leute. Wir bleiben geografisch in der Nähe. Wie lautet der vollständige Name von Cäsar? Julius Cäsar? Oder brauchst du die ganzen der zusätzlichen? Vollständige. Julius Cornelius Cäsarius. Ich wusste nicht, dass Cäsar ein Wollny war, aber machen wir mal weiter. I have no idea. Gaius Julius Caesar. Ah, stimmt. Gallus. Gaius. Julius Cornelius. Sarafina. Ich habe Namen aufgezählt, die mir eigentlich. Betty, was ist das Simple Past von Catch? I caught. Caught is correct. Betty. Wie nennt man bei einer Blüte die Einheit aus Narbe, Griffel und Fruchtknoten? Jo. Bitte, was? Also bei einer Blüte die Einheit aus Narbe, Griffel und der Fruchtknoten in der Mitte. Keine Ahnung. Der Stempel. Okay, aber ich hätte es auch nicht gewusst. Also, in welcher Stadt ist Ludwig van Beethoven geboren und aufgewachsen?
München. Nein. Bonn wäre es gewesen. Und da sind wir Bonner auch extrem stolz drauf. Ludovic, der ist für dich. Alvaro. Die Mona Lisa wurde zur Hochphase der Renaissance zu Beginn welches Jahrhunderts gemalt? Renaissance war, ich rate mal, 14. Jahrhundert? 13. 16. Nein. Maximilian. Religion, 8. Klasse? Ja, was für Religion. Wie heißt der Monat, in dem Muslime fasten? Ich komme nicht drauf. Aber alle hinter mir wissen. Ich glaube, alle hinter. Ramadan Habibi. Ramadan Habibi. Habibi, Ramadan. Atze. Erdkunde. Wie nennt man den trockenen und warmen Fallwind, der manchen Menschen Kopfschmerzen bereitet? Föhn. Korrekt. Das ist Föhn. Was? Wirklich? Mohammed. Welche Kohlenstoffverbindung ist der Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden? Ich weiß es nicht. Zellulose. Ja. Zellulose. Alter. Das kann wie alles gut, Mann. Zellulose. Mathematik? Super. Was? Voll. Mathe? Oh Gott. Wie vielen vollen Umdrehungen entspricht eine Drehung um 1440 Grad? 1440 geteilt durch 360. Der Rechenweg? Das würde ich mal sagen, sind 4? Ja. Ich weiß gar nicht, warum du ein Fragezeichen hinten dran machst. Vier? Wenn ein Ausrufezeichen es auch getan hat. Richtige Antwort. 4 Umdrehungen. Ja. Verdammtes Mathe-Genie. Und ich sag mal so, liebe Vips, ihr liegt vorne. Ihr habt die Kids gerade überholt. Wir sind jetzt in der 10. Klasse Betty Politik. Oh nein. Oh nein. Welche Partei im Deutschen Bundestag wurde bereits im 19. Jahrhundert gegründet? CDU. Du sagst die CDU. CSU. CDU, CSU sagst du, es war die SPD. Chemie? Oh, komm. Nimm was anderes. Welches Gas ist das häufigste Element in unserer Atmosphäre? Sauerstoff? Stickstoff. Stickstoff. Aber gute Antwort. Es bleibt sehr spannend. 55 zu 57. Mariam. 11. Klasse Physik. Ciao. Ciao. Okay, ciao. Sagt man das auch an der International School? 11. Klasse Physik. Newton ist die Einheit welcher physikalischen Größe? Gravity. Du sagst. War das Gravity? Gravity, also ja. Anziehungskraft. Ja. Das wäre die Kraft gewesen. Ach. Ja. Also, okay. So. Das ist auch falsch jetzt. Okay. 12. Klasse, Deutsch. Alvaro. Come on, Deutsch bei mir. Bei dir. Und das Geile ist, wenn du jetzt richtig beantwortest, gewinnt ihr den ganzen Abend. Ich weiß, es ist ein Matchball, er liegt bei dir und also. Tut mir leid. Ich sag mal so, wenn du in Deutschland zur Schule gegangen wärst, also primär, dann würdest du das vielleicht wissen, aber dein internationaler Schulbackground könnte dir hier in die Quere kommen. Welcher Göttinger Student verfasste mit der Harzreise 1824 einen der bekanntesten Reiseberichte der deutschen Literatur? Das wisst ihr, ne? Ja. Scheiße. Also, keine Ahnung. Antwort, es wäre Heinrich Heine gewesen. Heine. Hast du es gewusst? Henri Inné, ja. Hättest du gewusst? Ja. Wie hieß der Reisebericht? 1800. Der hieß Harzreise. 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 Von Heinrich Heine. Und jetzt, ja. Und jetzt wandert der Matchball rüber zu Maximilian. Okay, Maximilian. Wenn du richtig antwortest, gewinnst du. Chemie oder Mathe. Für deine Schule 20.000 Euro. Wenn du falsch antwortest, gewinn die Vips. Du möchtest Astronaut werden. Ist der Traum. Hast du Mathematik noch? Ja, sogar LK. Mathe LK. Deine 12. Klasse Frage ist im Fach Mathematik. Maximilian,
Für 20.000 Euro möchte ich von dir wissen, was ist die erste Ableitung von 2x hoch 3? 2x hoch 3. Ja. Die Ableitung. Erste Ableitung von 2x hoch 3. Ich weiß nicht, was eine Ableitung ist. 2x hoch 3. Kannst du das mal auf Englisch fragen? Wir checken gerade, wie das auf Englisch heißt. Ich hatte Mathe auch auf Englisch und weiß es selber nicht. Ich hatte es auf Deutsch und wusste es auch nicht. Kannst du mit dem Begriff Derivation was anfangen? Ja. Okay. So, what is the first derivation from 2x to the power of 3? 6x squared. 6x squared. Auf Deutsch wusstest du nicht, was die Ableitung war. Auf Englisch sagst du 6x squared. Das ist 6x hoch 2. Herzlichen Glückwunsch. 20.000 Euro. Drauf, was für ein Abend. In der letzten Frage hat sich hier alles entschieden. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Euch eine schöne Sommerpause. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder zu neuem Schulstoff. Luke die Schule und ich sag Ahoi, bleibt gesund und der Letzte macht die Tür zu. Tschüss. Mega.